Let's rock. Junge, ja, wie viele sind denn da, Alter? Gelangweilt. Voll dumm! Ich blick nicht durch. Auf dem Klo. Naja, jeder hat seine Vorlieben. Oh, das sieht leicht pervers aus da unten. Diese Stellung sah leicht pervers aus jetzt. Ja, geil, weil's eine Gotte. Der ist doch auf einer Insel. Ja, malt eine Karte, wie man zu der Insel kommt. Und malt so hier, statt einfach gerade durchzufahren? Aber was ist, wenn die... Oh, was ist, wenn das jetzt auch woanders landet, als oh wie der... Oh Mann, meine letzte Hoffnung. Oh, die Flasche ist wenigstens angekommen. Voll dumm! Jetzt ist, oh, der nimmt das als Taschentuch. Das lag irgendwo am Strand rum, in irgendeiner Flasche, und er nimmt es als Taschentuch. Alter, Corona lässt grüßen. Weg damit. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber die Hilfe kommt nie. Der Arme, der bleibt für immer am Strand, der Arme. Leer. Ja, was überlegst du noch? Der ist leer. Oh. Ah. Oh Gott, wer weiß, wie lange das schon da drin ist. Was soll das sein? Eier? Wieso ist der Automat überhaupt leer? Da kommen wohl so viele Leute... Das sind wirklich Eier, oh nein! Voll bescheuert! Wer tut denn Eier in den Automat und dann auch ganz nach oben? Muss Hand reinhalten und fangen, vielleicht klappt das. Das ist so bescheuert, Alter. Meinst du, kriegst du jetzt mit Hypnose raus? Oh nein, der versucht nochmal. Oh Gott, wie kann man nur so blöd sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Das ist doch bescheuert. Da hängen einfach Bowlingkugeln, warum nicht? Da ist ein Baby im Kran drin. Ein Helmut-Baby. Oh, mein Baby! Nein, 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 nein! Halt durch, kleiner Scheiße! Es ist ihr Baby? Wie kommt das in den Automaten rein? Also jetzt würde ich mir mal Gedanken machen, was da wohl passiert ist. Der Kopf ist zu glatt. Ja, das hat man davon, wenn man Babys einölt. Alter, übertreibe! Oh! Was?
Scheiße! Oh nein! Oh, letzte Münze! Oh oh. Aber Hauptsache, der gibt mir in der Tasche. Oh Gott, das arme Baby! Es freut sich. Wieso hat die eine Gurke im Wagen? Die hat die Gurke geangelt statt das Baby. Oh nein! Und dann tut sie die Gurke in den Wagen. Oh Gott, oh, ich scheiß mir ein. Oh oh. Ja, jo, Alter. Alter, krieg ich aber Angst. Wollt ihr die Gurke jetzt umbringen oder was? Die lebt doch eh nicht. Oh nein! Ihre Mutter? Das ist ihre Mutter? Da scheiß ich mich aber ein. Wenn sie ihre Mutter irgendwas sagen wollen, dann ihre tut Mutter. Das jetzt. Tut mir leid. Okay. Mir auch. Ich verstehe. Dann geh mal rein zu deiner Mutter. Ich bin's. Wer? Wer bist du? Mann, na dann, ich bin's. Kannst du wieder gehen, ist egal. Ich habe keinen Sohn. Was? Doch, du hast einen Sohn. Nein! Ich habe eine Tochter! Also ich kenn's ja... Ihre letzten Worte. Ich kenn's ja, dass man Babys mal im Krankenhaus verwechselt. Aber Mütter? Wenn das jetzt eine Verwechslung war, aber ich, bei Helmut ist alles möglich. Warte. Was? Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Ah, der schminkt sich ja wie Trisha. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass er ihr die ganze Zeit vorgespielt hat, dass er ein Mädchen ist? War die Mutter bei der Geburt nicht dabei? Das ist wieder mal so unlogisch, Alter. Ich brauche die Logik bei Helmut ja gar nicht hinterfragen. Das macht ja gar keinen Sinn mehr.